Hallo, liebe Freunde, danke für das Einschalten, danke, dass Sie wieder dabei sind. Heute bin ich wieder in der Gebietsbibliothek im Deutschen Lesesaal von Nowosibirsk. Bei der letzten Live-Übertragung habe ich die Frage gestellt, welche Bücher auf Deutsch man mir empfehlen würde, und ich habe dort einige Büchernamen bekommen. Und heute hier in der Bibliothek konnte ich zwei Bücher von Sebastian Fitzek finden. Das erste Buch heißt Das Paket. Das leihe ich wahrscheinlich zum Lesen mit. Und das zweite Buch von Fitzek heißt Das Geschenk. Ich weiß nicht, ob Sie diesen deutschen Buchautor kennen, aber soweit ich mitbekommen habe, ist er in Deutschland ziemlich bekannt und schreibt interessante Geschichten. Früher habe ich von ihm nichts gehört, aber diesmal möchte ich sein Schaffen gerne kennenlernen. Danke für die Ratschläge, die Sie mir damals im Kommentar geschrieben haben. Heute in diesem Video möchte ich Ihnen noch über weitere Bücher erzählen und zeigen. Wahrscheinlich finden Sie auch ein Interesse an diesen Büchern. Bleiben Sie bitte dran. Ja, jetzt möchte ich Ihnen noch weitere Bücher zeigen, die ich in der Gebietsbibliothek im Deutschen Lesesaal gefunden habe. Ich finde diese Bücher ziemlich interessant und wahrscheinlich finden Sie auch ein Interesse an ihnen. In diesen Büchern geht es um die Transsibirische Eisenbahn. Jetzt zeige ich Ihnen diese Bücher. Das erste Buch ist von Doris Knopp geschrieben und heißt Handbuch für individuelles Entdecken, Transsib. So sieht es aus. Ich weiß, viele von Ihnen wollen mit der Transsibirischen Eisenbahn mal fahren. Herzlich willkommen. Das ist immer noch möglich, obwohl das Reisen ziemlich schwieriger geworden ist und teurer wahrscheinlich auch. Aber trotzdem ist es möglich. Das zweite Buch, das ich hier in der Bibliothek gefunden habe, heißt Transsib Handbuch. Geschrieben von Hans Endberding und Bode Tjöns. So sieht es aus. Das dritte Buch ist von Bode Tjöns auch, ja, geschrieben und heißt Sibirien, Städte und Landschaften zwischen Ural und Pazifik. So sieht es aus. Wahrscheinlich haben Sie diese Bücher schon irgendwann mal gesehen oder auch gelesen. Schreiben Sie bitte im Kommentar, ob Sie diese Bücher kennen. Das vierte Buch von heute über die Transsib ist auch von Bode Tjöns geschrieben und heißt Sibirien entdecken. Von diesem Autor Bode Tjöns habe ich früher nicht gehört. Es sieht aus, er hat sich mit dem Thema Sibirien sehr tief und grundsätzlich auseinandergesetzt. Und das letzte Buch für heute vom Leben in Sibirien heißt Sibirien vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, geschrieben von Dietmar Dallmann. Ich weiß nicht, ob Sie diese Bücher kennen, wissen, aber wenn nicht, dann jetzt kennen Sie diese Bücher und bei Interesse können Sie wahrscheinlich diese Bücher auch in Deutschland finden. Wenn Sie eine Reise nach Sibirien planen, dann können Sie etwas von ihnen auslesen, wenn es dazu kommt. Also danke für das Anschauen. Weiter in diesem Video zeige ich Ihnen die anderen Bücher, die ich hier in der Bibliothek gefunden habe. Bleiben Sie bitte dran. Ja, liebe Freunde, danke, dass Sie mit mir immer noch dabei sind. In diesem Video möchte ich Ihnen noch drei Bücher zeigen, die ich interessant finde. Geschrieben sind sie vom russlanddeutschen Schriftsteller. Er heißt Wladimir Kaminer. Sie kennen ihn wahrscheinlich. Er ist in Deutschland ziemlich bekannt, soweit ich weiß. Er muss in Berlin leben, soweit ich mitbekommen habe. Und hier in der Bibliothek habe ich drei Bücher von ihm entdeckt. Das erste heißt Mein deutsches Dschungelbuch. Das zweite heißt Die Reise nach Trulala. Und das dritte Buch
von Wladimir Kaminer hier in der Bibliothek heißt Liebesgrüße aus Deutschland. Ich habe von diesem Autor gehört, als ich noch Student war. Soweit ich noch mich daran erinnere, bekannt wurde er mit dem Buch Russendisco. Wenn ich mich nicht irre, hat er sogar in Berlin eine Disco, eine richtige Disco betrieben und hat dort die Partys von Russlanddeutschen veranstaltet. Und dadurch wurde er in der Auswanderungsszene bekannt und dann konnte er seinen Ruf in ganz Deutschland ausweiten. Schreiben Sie bitte im Kommentar, ob Sie diesen russlanddeutschen Schriftsteller auch kennen. Bleiben Sie bitte dran. Weiter erzähle ich Ihnen noch über einige Schriftsteller, die ich hier entdeckt habe. Im dritten Teil dieses Videos möchte ich Ihnen einige Bücher zeigen, deren Autoren hier im deutschen Lesesaal von Novosibirsk zu Gast waren. Und sie haben ihre Bücher persönlich unterschrieben. Und diese Bücher kann man hier ausfinden und zum Lesen ausleihen. Das erste Buch heißt Peter Holz, sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst. Geschrieben ist dieses Buch von Ingo Schulze. Das ist ein Roman. So sieht das Buch aus, ist ziemlich dick. Ich denke mal, der Autor ist in Deutschland ziemlich bekannt. Wahrscheinlich kennen Sie ihn auch. Das nächste Buch ist vom Schriftsteller Matthias Navrat. Das ist auch ein Roman. Und Matthias war hier auch in dieser Bibliothek zu Gast und hat sein Buch persönlich unterschrieben. Und die Unterschrift kann man hier auch im Buch sehen. Es heißt Unternehmer. Hier in der Bibliothek gibt es auch zwei Bücher von Olga Martinova. Sie lebt in Deutschland. Sie war hier auch in der Bibliothek zu Besuch und hat ihre zwei Bücher auch unterschrieben. Das erste Buch heißt Der Engelherd. Und das zweite Buch hier in der Bibliothek von Olga Martinova heißt Über die Dummheit der Stunde. Ja, und noch ein Buch einer deutschen Schriftstellerin mit ihrer Unterschrift heißt Stürzen, drüber schlafen. Geschrieben von Angelika Meyer. Wahrscheinlich kennen Sie diese Autorin auch. Sie muss in Deutschland bekannt sein. So ist mein Eindruck. So sieht Ihr Buch aus. Schreiben Sie bitte im Kommentar, ob Sie diese Bücher kennen oder sogar gelesen haben. Das würde mich gerne interessieren. Danke, dass Sie dabei sind. Das Wetter spielt leider für die Spaziergänge nicht mit. Danke, dass Sie mit meinem Kanal weiterbleiben. Hoffentlich war Ihnen dieses Video interessant und Sie konnten für sich etwas Interessantes finden. Danke für das Anschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.